Welcome to the jungle. Etwas bewachsener als sonst, oder denke ich das nur? Sieht wesentlich grüner aus hier. Ich hoffe, dass hier nicht alles ist auf der Insel. Egal, wir fahren aber rüber auf die Hauptinsel schon mal. Ich hoffe, dass da drüben alles liegt. Schnell und zack. Ach ja. In SOT haben sich ja auch wieder einige Sachen in den letzten Updates oder den letzteren Updates verändert. Ach, das Captain. Oh. Beispielsweise wie auch, dass jetzt die Schaluppe nicht mehr das schnellste Schiff im Gegenwind ist. Das finde ich eigentlich nicht so geil. Aber angeblich soll der Mast jetzt stärker sein. Naja. Das bleibt abzuwarten, wie gut das gebalanced ist. Ich mach mal kurz hier diesen hier weg. Na komm. Na komm hoch. Okay. Priorität liegt hier drauf. Das eine war, was war das? Süden und das andere Osten. Also einer müsste hier dann nicht sein, weil hier ist einfach mal Norden. Süden und einer Osten. Das wird wirklich da drüben sein. Gucken wir erstmal den Himmel. Obwohl... Was soll es denn da geben? Und eine Sanduhr. Eine Sanduhr kann ich erkennen. Aber das ist nicht im... Schätze mal irgendwas hier oben. Bitte! Aua, diese Schlange. Machen wir vielleicht zuerst die Sanduhr. Die soll im... Hallo? Soll im Osten sein. Da unten. Guck nochmal. Ach, bin ich dumm hier. Osten. Das könnte auch da unten nur zu sehen sein. Meine erste Vermutung. Schau mal in die Richtung. Nicht zu sehen, nicht zu sehen, nicht zu sehen. Doch, das ist hundertprozentig. Hundertprozentig hier unten. Autsch, falsch, schlecht abgefangen. Alles reinessen. Jam. Oh, lecker schmecker. Granatäpfel. Solche Formen kriege ich zusammen. Alles, was abstrakter ist, ist schon aus bei mir. So, jetzt. Jetzt mal angucken. Big deal, right? Ja, da ist auch ein Stein drin. Man kann die leider nicht näher betrachten. Das ist schade. Nummer uno. Blup. Ja, jetzt müssen wir eh wieder ganz vorlaufen. Können wir es? Ja, bringen wir es zum Schädel. Legen wir es zum Schädel. Irgendwie sieht das Wasser heute besonders klar aus. Also finde ich wirklich, es sieht irgendwie besser aus als sonst. Es ist schon eine schöne Atmosphäre hier. Aber mir fehlt hier wirklich der letzte Schnipser. Ich glaube, das kann mir nur ein anderes Spiel bringen. So. Süden. Also es ist entweder wirklich da drüben, was ich sehr vermute auch. Weil viel weiter südlich her kommen wir halt einfach nicht als... So, es sei denn, man geht da oben hin natürlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Dass wir eher hier oben hinlaufen. Beziehungsweise wir können mal schauen.
Nee, wir sind da unten. Wir sind da unten. Das ist da drüben definitiv. Dann diese zwei Nasen. Der schöne Wasserfall. Der schöne Wasserfall sieht einfach aus wie eine zwei Nasen. der müsste dann hier oben irgendwie sein. Aber der muss dann da hinten sein, das andere Zeug. Und Sprung. Ach, Absprungzeitfenster verpasst. Eingerostet. Ich geb's zu. Komm, da komm, da komm. Now, where are we? A fox? Or a vixen? Cunning for sure. Like me, another strong woman. But there's something about her place in the story. Okay, jetzt gucken wir gleich mal so. She wasn't a villain, this one. Komm. We should dig a bit more. See what we can find. Now. Ach ja. Schön, klappt doch alles. Klappt doch alles. Jetzt hoffentlich bleiben wir dann auch noch weiterhin verschont von anderen Piraten. Es müsste so eine. Ihr wisst, so eine Sea of Thieves Quest oder Adventure Flagge geben. Das heißt, ich will nur Adventures machen, der Rest ist mir egal. Ja. Geht weg, jetzt gucken wir mal kurz hoch. Bäh. Also ganz ehrlich, da wird es mir wirklich ein bisschen übel, wenn ich da hingucke. Da durchguck. So, die Nase auf dem Hügel. Im Süden. Oben. Da ist ein Pfeil nach oben. Okay. Dann gehen wir mal. Hört's ihr mal auf! Ach komm. Und der da hinten hat mich getroffen! Der hier! Alles klar. Aber wenigstens treffen kann ich noch. Alles klar. Aber er macht, hat wenig Schaden gemacht. Huch, das Loch in der Mitte ist gefährlich. Da ist ein sehr blauer Nebel. Gut, bei der Palme hier ist. Alles klar. Hier ist ein bläulicher Nebel um der Palme. Da. Ich gehe mal ruhig ganz hoch. Hier höre ich es jetzt auch schon, wir sind richtig. Zwei Wasser, also die Wasserfälle, die zwei Nasen. Vielleicht da unten. Nee, es hat schon wieder gepasst, oder? Es hat schon da oben gepasst. Warum lockt es nicht ein? Leute. Weitere Drähte. Die zwei Nasen. So und so. Da oben höre ich die Musik. Und die müssen ineinander gehen. Okay, anscheinend muss ich es erst wirklich triggern. Ab hier hinten geht 2 Meter weiter vorne geht's. Finally, the waterfall. Again, I looked for this. Oh, jetzt ist sie dauerhaft da. Oh, jetzt können wir sie mal genauer gucken. Der Stein ist noch dauerhaft. Kind of barrier with something hidden beyond. But I know what you're thinking, pirate.
I see the Shroud Breaker. It breaks down the wall between two physical places. Of course. I can see it now. It is a barrier, but it leads to the Sea of the Damned. Probably green, like a phantom or an emerald. No wonder I could never find the temple. It was in the Sea of the Damned this whole time. Okay. Ich nehme die dann mal. Come. Let's me and you trade tales of extraordinary. Alle vier zusammenlegen. Okay, kriegen wir hin. Ist das irgendwie komisch, dass wir jetzt mit bösen Geistern jetzt auch in bösen Geistern in Anführungszeichen jetzt auch reden? I don't know. Weil die guten Geister sind ja die Athena-Geister. Angeblich, oder vielleicht sind die auch die Bösen und wir wurden die ganze Zeit hinters Licht geführt. Aber ich will vors Licht und nicht hinters Licht. Denn das Dunkel. Na komm. Bitte seid noch da, Schlüsselis. Sprengfass. Keine anderen Schiffe. Leuchten tut's. Na, lass mich in Frieden. Erstmal tot sprengen. Schnell vorankommen oder in Tod springen. Tja. Schön, dann können wir den Schädel auch gleich reinhauen. Zack. Und zack. Hörst du mal auf. Und jetzt sind wir. So, aufnehmen. Die Befehle Skepten lassen wir immer liegen, habe ich jetzt keine Lust. Bring es zu Captain Brexit. Ich bring erstmal die Beute an Bord. Das macht ein Pirat. Ich bin... Das, also, der Piratenlord sagt zwar, man macht es nicht wegen des Goldes, aber sind wir mal ernst, na? Wir sind Piraten. Was machen wir ohne Gold? Sind wir keine Piraten, Baby? Na toll! Ohne Gold gäbe es keine Piraterie, wenn ich ehrlich sein soll. Pirat hat sich dem Gold verschrieben. Oder nicht? Oder hat den Münzen, wie nachdem man das sagt. Ah. Noch ein Gastiger. Nehmen wir später mit. Sowas. Ganz ehrlich hier, ne? Die Seiten sind noch leer. Keine Ahnung, wieso die da sind. Brixie, ich habe es. So was her. Das Gold ist doch das Wichtigste. Ohne Gold wär's doch auch nix. Warum hier so ein blauer Nebel ist, wirklich keine Ahnung. Der scheint aber öfters jetzt in der Welt aufzutauchen, scheinbar. Guten Tag, Madame Brixie. Hier. How can the legendary Captain Brixie be of service? Oh. Haben wir Brixie gerettet? Die sind doch blau. Here I am. Don't know why you look so surprised. You can stop gawping. We've got a temple to find. Yes, yes. I learned all about Tasha and the curse while we were sharing memories. According to what little sense is in your head, I'm dead. Which I'm trying not to take personally, by the way. The question is, how am I back? Oh. I think that question ist schon wieder might hier. Be meant for me. The oh, Sea what? Of the Damned has the power to manifest memories like the wilds as it existed long ago. When you took Brixie's mask into those figments of the past, it was only a matter of time before she manifested too. And now she can guide us in person with the amulet. Don't count on it, Crookie. Something tells me you're to blame for Tasha's curse. Correct. And the cure is sealed away within the temple. But we can constrain that curse until I decide otherwise. Buy your precious Tasha more time. For the creation
of my own devising. It will keep us safe while we locate the temple. But you must come with us before we surrender it. Very well, Warsmith. Once you hand over this creation, then we have a deal. But if you try anything, it will be your last mistake. Wait for us to go, then return to Tasha. Tell her she's going to be okay. I won't let her down again. Now hurry! Also zum Glück habe ich die Kamera jetzt aus. Ich bin... Wo kommst du denn her? Ich bin wirklich gerade ein bisschen sprachlos. Okay, die Seiten bleiben wirklich leer. Wir haben keine neueren Materialien. Ach, hier! Das habe ich nicht gesehen! Stell dir mal vor, wir wären jetzt weitergegangen. Oh cool, wir haben einen Palantir. Super. Immer eine Top-Idee, wenn jemand einfach einen Palantir droppt. Oh, ist das schön. Jetzt müssen wir nach Plunder zurückfahren. Nehme ich wirklich mal an. Ganz kurz, wir gucken mal. Es ist schon cool inszeniert einerseits. Ist schon schick. Guck mal kurz hier rein. Okay, Rose und George. Das sind die ganzen Bücher da. Die Erinnerungsbücher da. Boah. Den Rest. Das sind die ganzen... Finde Erinnerung, bla 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 bla. Die kann man alle machen. Kenne ich ja beispielsweise schon. Ah, und Rose und George beispielsweise. Das kennen wir ja schon. Also kenne ich zumindest schon. The Wilds Abenteuer ab. Okay, dann haben wir jetzt. Also ich schätze mal die Maske. Oh, die Maske ist, denke ich mal, schon schick. Aber jetzt haben wir einfach ein Palantir. Holt jemand Saruman? Wir haben es ein Palantir gefunden. Der kann da ein bisschen mit. Ach, jetzt habe ich den Schädel irgendwo vergessen. Egal. Der kann da ein bisschen mit Sauron telefonieren. Oder wir drehen den einfach eine andere Kugel an. Okay. Abfahrt nach Plunder. Wahrscheinlich verticke ich den Rest schon mal vorher bei einer Insel. Oh, hier war das Zeug. Tsching. Bisschen Geld nebenbei verdienen. Ist, glaube ich, auch nie verkehrt. Und ja, dann würde ich mal sagen, fahren wir jetzt zurück nach Plunder. Wir haben jetzt keine neuen Missionen oder sowas erhalten. Boah. Unsere Truhen sind hier. Können wir hier noch eins reinhauen. Blub. Auf nach Plunder. Das dauert zwar jetzt eine Dreiviertelstunde quasi geführt. Ja, aber wir kommen irgendwann dann an. Okay, ich würde sagen, ich fahre mal da runter. Ticken wir trotzdem ganz schnell mal hier die Sachen. Ist ja easy mittlerweile, wenn man ein eigenes Schiff hat. Keine Ahnung, wie das immer aufgeteilt wird, wer das immer bekommt. Welche Fraktion, weil die kann man eigentlich bei jeder Fraktion abgeben. Aber ja. Wirklich keine Ahnung. Diese Steinchen. Einmal abstellen. So sieht meine Truhe nicht aus. Ich hätte viel schöner ausgesehen. Garstiger Schädel, den wir nicht davon bekommen haben. Ah. Ja, ich weiß, es geht mehr um die Story, ne? Aber ja, da man es ja eh eine begrenzte Anzahl oft spielen kann. Wäre es auch schön, wenn es da ein bisschen Knete trotzdem geben würde. Also, ich brauche das Geld momentan nicht, aber es wäre trotzdem schön, wenn es ein bisschen mehr als das hier geben würde. Aber naja. Ich würde sagen, wir tuckern gleich weiter hier. Das nur mal als kurzer Abstecher. Oh, endlich sind wir da. Es ist schon eine ordentliche Reise trotzdem. Und wenn man überlegt, ganz früher war ja die Map nochmal ein gutes Stückchen größer. Puff. Ist schon ordentlich. Vor allem, wenn man es nicht gewohnt ist. Hallo, ich habe den Palantir für euch gefunden. Abenteuer abschließen. Ich
can't believe it. Brixie back after all this time. And she's still looking out for me. Yes. And it would appear that Briggsy's sacrifice of her newfound freedom has paid off. Wenn ihr wüsstet. Warsmith has indeed crafted this very special cursed cannon. Reden, dann könnten wir sagen, was passiert ist. As to the true cure, I can see it resides in an ancient temple, long since lost, in which lurks a great evil. Something dangerous enough to make Briggsy tear out the last pages of Tasha's story. Perhaps she left them behind as a warning. However, things are by no means over. The Dark Brethren hold all the cards. We must hope that Briggsy continues to serve their needs, or I fear... It's all right, you can say it. You fear I'll be lost. Well, I still believe Briggsy will do whatever it takes to save me. Perhaps that is wise. Right now, I'm afraid belief is all we have. Na ja, 10.000. Naja, ist schon okay. Mehr als man von, Tall Tales teilweise bekommen hat. Schön. Wer hat 10.000? Lecker Schmecker. Wir haben das Abenteuer abgeschlossen. Müsste jetzt hier ein Haken stehen. Ja, die haben wir jetzt nicht eingesammelt. Denkt mal, das würde den Videorahmen ein bisschen sprengen. Der dunkle Sterngucker. Ja, ist jetzt nicht so ein... Nicht so ein Titel. Ich guck mal was nach. Ja. Neues Schmuckstück platzieren. Ja. Ja. Keine Maske leider zum Aufsetzen. Aber ich glaube, die gab es auch schon. Ich glaube, da gibt es jetzt Kostüme. Okay, da bin ich ein bisschen rangedutscht. Tut mir leid. Vor allem, ich bin Egal, ich sage jetzt nicht. Ich bin da vorne an diese kleine Ecke ein bisschen rangedutscht. Und ich habe hier ein Loch und da ein Loch. Und es waren höchstens 2 Karma. Irgendwo ist noch ein Loch. Alles klar, so viele Löcher. Vermums. Boah. Ja. Schick. Und ich denke mal, mit dieser Bombensensation verabschiede ich mich für heute. Ja. Schreibt mal ihr gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Quest haltet, von dieses Abenteuer. Ja, also ich muss sagen, ja, es gab bessere, definitiv, aber so schlecht war, fand ich das auch nicht. Es hat schon Spaß gemacht, das muss man schon sagen. Das war mal wieder abwechslungsreicher und mit den Sternbildern in die richtige Position bringen, das war schon sehr interessant. Hat Spaß gemacht, definitiv. Wir wurden zum Glück auch nicht gestört und ja, hat mir schon gefallen. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich dann recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.